werde es gleich herausfinden. Ich hoffe nicht viel. Das wäre nämlich schön, dann würde ich ihn nämlich auf die Ground Pylon draufbauen. Brumm, brumm, brumm. Weil so ein fest installierter Tank ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. 1,2 Tonnen, das ist tatsächlich nicht so viel. Sehr gut, dann können wir mal. Wo bauen wir unseren Tank hin? Also hier steht was, hier steht was, hier steht was. Wir könnten natürlich so wagenburgtechnisch arbeiten. So. Auch eine schöne Idee, die Landebeine noch zu holen. Also ich würde eh nach und nach den ganzen Schrott einsammeln. Weil wir sind relativ mobil mit dem Rover. Kann auch sein, dass es ohne Paneel nur eine Tonne ist. Ja, das können wir mal gleich probieren. So, jetzt mache ich aber erstmal den Ground Pylon fertig. Wandern auf dem Mond. So. So, dann bauen wir das näher an den Reaktor ran, glaube ich. Dann ist da schon mal die Durchfahrt quasi gesperrt. So. Ja, so geht's sogar. Zack, zack. Und dann können wir das Ding hier auch wieder anbauen. Na, weil technisch schaut es nicht ganz hin. Gleich nochmal umbauen, damit es auf der richtigen Seite ist. Der Körbel, der rückwärts ging. Nee, das Panel soll nicht oben drauf. Oben drauf kommt jetzt erstmal die Metri. Gute Gefühl, dass mein Ground Pylon nicht sauber verankert war. Aber fragt mich nicht, wo es herkommt. Das ist nur so gefühlt, ehrlich gesagt. Was zur Hölle? Attach. Warum habe ich das Gefühl, dass der Ground Pylon nicht fest ist? Ja, aber ich habe die Landebeine jetzt gerade nicht da. Deshalb würde ich es jetzt gerne mit dem anbauen, was ich habe. Und so ein Ground Pylon ist eigentlich dafür da, damit dieses Umkippding nicht passiert. Wieso verankert das Ding nicht? Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher und nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt verankert ist. Ehrlich gesagt. Das werden wir gleich sehen. Jetzt wird es ja wieder unwuchtig. Jetzt scheint es aber zu stehen. Okay. Gut, jetzt fahren wir den Rover mal ein bisschen näher ran. Damit wir
wir das Ding hoffentlich in einem Zug umbauen können. So. Zack. Und jetzt müssen unsere ganzen Genossen hier wieder. Achso, wir müssen einmal die Dinger deployen, damit wir wieder eine angenehme Höhe hinbekommen. So, jetzt müssen wir wieder alle mit anpacken. Aber jetzt sind die Wege wenigstens nicht so weit. Bonk, einmal den Kopf anschlagen. Nee, der zweite Bohrer ist jetzt wieder eingefahren, aber ich habe es auch gerade erst gemerkt, ja. Danke für den Hinweis. Ich bin gespannt, ob die Unit stehen bleibt. Eigentlich ist die Idee von so einem Ground Pylon ist genau das, nämlich dass der Ground Pylon am Boden verankert ist, damit man Dinge anbauen kann. Und das ist ein bisschen bitter, dass es nicht funktioniert hat im ersten Anlauf, aber ich hoffe, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, das sauber zu machen. Naja, also am Ende des Tages werde ich, glaube ich, noch dieses Landegestell holen fahren. Irgendwie. Ich weiß noch nicht ganz wie. Wahrscheinlich werde ich es auch wieder hinterher schleifen am Ende des Tages. So. Good enough. Dann kommt er hier raus. Seite an. Schwupp, so gelandet. So, und jetzt kommt irgendwie wieder in Action und muss das Ding einmal umbauen und dann werden wir sehen, ob es verankert ist oder ob es einfach stumpf umkippt. Bin sehr gespannt, was davon zutrifft. Auf jeden Fall so ziemlich die längste Efeu-Aktion, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gemacht habe. Was hast du schon wieder im Rucksack drin? Diese blöden Connector-Ports. Ja, es gibt Leute, die deaktivieren diese Funktion und es gibt Leute, die nehmen sich das immer wieder vor und machen es einfach nicht. So sieht es einfach aus. So. So. Zack. Warum? Ja, eben hat das gehabt. Ich glaube, ich stehe so an einer ganz magischen Stelle. Ein Millimeter außerhalb von der Reichweite. So, probieren wir es doch mal von hier drüben. Da müsste der Winkel ein bisschen kürzer sein. Jetzt bleibt er stehen. Ey, ernsthaft? Du sollst ja stehen bleiben. Danke. Komm schon. Jetzt ist einer von denen weggerutscht, oder was? Ich werde wahnsinnig mit diesen Kürbels.
Wer von euch ist nicht mehr nah genug dran? Du wahrscheinlich, ne? Gleich einen richtigen Hals, ne? Von diesem Mist. Du hast doch letztes Mal da so wunderbar drauf gestanden. Und aktivier dieses ACS, wenn das einfach mal aussetzt, komplett. So, ich versuche mich jetzt da in dieses Loch zu stellen. So. Können wir dann jetzt? Danke. Direkt danach auch wieder abgestürzt. So, es scheint jetzt aber verankert zu sein. Wirkt zumindest so auf den ersten Blick. Okay. Ich glaube, wir haben es fast. Das ist der blöde Connector-Port. Naja, es steht wieder 1, wenn die Ground Pylon sauber verankert ist. Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja die eigentliche Idee hinter der Ground Pylon. Es steht natürlich nicht wieder 1, wenn die Ground Pylon irgendwelche Dinge tut, die sie eigentlich nicht tun soll. So, damit haben wir das. Dann brauchen wir nochmal einen Connector für Strom. Inventory Split. Dann schließen wir das Ding nämlich an den Reaktor an. Da tut ja auch was Sinnvolles. Und dann können wir den Rover mal ein paar Meter zur Seite fahren. Und gucken, ob wir das hier hinbekommen. Achso, und den Tank muss ich noch umstellen. Link. Und wir linken das Ganze gegen den lustigen Atomreaktor. Zur Stromversorgung. So. Und jetzt müssen wir das hier umstellen in Fertilizer. Nein. Lange Liste. Okay, gleich haben wir Fertilizer. So, Fertilizer. Gott sei Dank. So. Ja, der Reaktor ist für nachts. Der Reaktor ist für nachts. So, jetzt gehen hier alle mal wieder schön einsteigen, damit wir den Rover wegfahren können und wir den Betrieb von dem Teil aufnehmen. Aber da fällt mir auf, ich glaube, da ist nichts, aber auch gar nichts dran, mit dem man die Sache hier kontrollieren kann, ne? Keine Probe Cores oder so. Müssen wir mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich den Rover anschließen. Ja, das heißt, du kannst aber auch gleich draußen stehen bleiben. So. Schwupp, einmal zurück.
Gut, schwere Geburt heute mit unserer Bastelaktion, aber wir haben zumindest die abgestützte MPU gerettet. Also aus Effizienzsicht ist das gut gewesen, aus Zeitsicht für den Stream nicht besonders effektiv, aber hey, irgendwas ist halt immer. Sprung drin. Irgendwie immer schön durch die maximale Anzahl an Kürbels durchschalten. Stimmt, ihr habt schon 2 Stunden über Duna Wandern Streams erlebt. Das ist auch wahr. Oder 4 Stunden Ionenburns und so. Komm, steh auf. Gefährlich. Das war ein wenig gefährlich. Aber die Schwerkraft war hoch genug. So. Die Räder raus und fahren jetzt den Rover in eine Position, dass wir den hinten ankoppeln können, weil unsere Mining Action da jetzt natürlich nicht besonders viele Kontrollmöglichkeiten hat. Das heißt, wir parken den jetzt hier mal dazwischen und stellen ihn auf seine Abbaubeinchen. Zack. Und dann müssen wir jetzt einmal noch linken und dann haben wir es, glaube ich. Achso, ja, und den. Wenn ich es schon, ich habe es gerade gesehen, ich muss einmal das Solarpanel noch fixen, was da noch seitlich hängt. Das war von der Transportaktion. Das macht mich einfach auf menschlicher Ebene ziemlich kaputt, wenn ich das da so hängen sehe. So schräg. So. Das fertig, dann kommt das Linken gegen die Sachen und Markus, einen schönen Sonntag dir noch. Und dann hier einmal Linken gegen den Spaß hier. Und MMNN23, vielen Dank für dein Follow. Und auch du willkommen bei den Körbonauten. So, und theoretisch kann ich jetzt einfach einsteigen mit meinem Ingenieur. Und wir können das ganze Teil jetzt mal in Betrieb nehmen. Ist ja nicht mittig geworden? Oh Gott, der ist schräg. Ja gut, muss ich jetzt mal kurz mitleben. Nein, kann ich nicht mitleben. Es tut mir leid. Ah, ich bin kurz hängen geblieben. Bremsen. Runter. Vorwärts. Bremsen. So, das ist natürlich nicht okay. Das ist nicht okay, dass das nicht mittig ist. Hättet ihr mich nicht darauf hingewiesen, wäre es mir niemals aufgefallen. Aber ihr musstet ja unbedingt was sagen. Besser. So, dann kommen wir zur feierlichen Inbetriebnahme. AKA Explosion wahrscheinlich. Mal gucken. Von all dem. Zeug, was wir eingesammelt haben an Trümmern. Das ist noch nicht perfekt, aber achso, weil ich Spaßvogel den Sim an die da reingesteckt habe, ne? Der muss ja jetzt natürlich raus. Wir brauchen einen Ingenieur. Wo ist er? Der Falsche drin.
Der Dockingport hängt auch noch an der Seite, das stimmt. Aber hört mal auf, mich auf so einen Mist hinzuweisen, bitte. All hatches are obstructed. Echt jetzt? Weil ich da noch stehe, oder was? Manchmal sind es die einfachen Dinge, die sehr schwer sind. Sowas wie aus einem Fahrzeug aussteigen. Haben wir es? Sampler. Whoop. So, und du gehst wieder in dein Häuschen rein. Boarding, so. Echt, ich hasse es, wenn ich Fehler mache, die die Sachen spannend machen, weil mich das immer den letzten Nerv kostet. Aber ja, wenn euch das gefällt, ist das natürlich super. Ich werde wahrscheinlich irgendwann einen Schlaganfall kriegen beim Kirby Space Program spielen, weil ich so aufrege innerlich. Aber ja, Hauptsache ihr habt Spaß. So, Activate. Activate. Die Dinger unten sind noch aktiv, oder? Jawohl. Die sind auch noch am Kühlen. Deploy Drill. Deploy Drill. So, wir bereiten uns auf die Mining-Operation TM vor. Hier ist Gypsum drin, oder hier kann Gypsum rein, hier kann Fertilizer rein. So, wir deployen den hier. Wir fahren den hier runter. Der muss nämlich gerade gar keinen Strom erzeugen, weil ich glaube, wir sind stromtechnisch sehr, sehr stabil mit dem ganzen Zeug. Wir machen diese Radiatoren hier an. Damit die Kiste ein bisschen runterkühlen können. Jawohl, da kommt auch schon Hitze an. Das ist gut. So, und als allererstes starten wir die Gypsum-Drills, damit die hochfahren können. Ich treffe ihn nicht. Gypsum-Drill läuft. Alles gut. Okay, Electric Charge ist noch stabil. Das heißt, im Moment sieht es gut aus. Puh. Die Radiatoren sind noch nicht bei 100% angekommen, aber natürlich sind auch unsere lustigen Bohrer noch nicht bei 100% angekommen. Oh doch, sind sie. Die sind tatsächlich schon auf 500k. Und der zweite ist auch da. Okay, also. Stimmt, da sind auch noch zwei Solarpaneele. Das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, der Winkel passt. Ja, der Winkel sieht gut aus. Und Jekten. Jetschen. Jetschen, danke fürs Follow. Mal gucken, ob das passt vom Winkel her. Wenn der sich quer dreht. Ja. Okay. Gut, und dann haben wir erste Gypsum-Vorräte. Und theoretisch müssten wir jetzt. Fertilizer herstellen können. Dum, 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 dum. Also das Minus ist ein gutes Zeichen, da passiert irgendwas. Jetzt wird es natürlich spannend, auf wie viel Hitze wir hochgehen mit dem Hobel. Da kommt Fertilizer rein. Das sieht gut aus. Hitzeentwicklung ist noch okay und stabilisiert sich bei 20 Komma. Okay, was sagen die hier unten? Die werden sogar ein bisschen, also die kleinen Radiatoren hier ziehen die Hitze raus. Sieht gut aus.
Ja, ich produziere mehr Gypsum, aber das heißt natürlich auch, ich kann hier, also ich muss mir dann nochmal überlegen, wie ich das. Ich könnte zum Beispiel den noch umstellen und einfach sagen, dass ich diese Konstruktion hier stehen lasse und ich stelle den hier auf Gypsum noch um. Dann kann ich nämlich mit dem Rover rausfahren auch und kann Gypsum im Tank da lassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann baue ich jetzt einfach Gypsum ab, bis hier voll ist. Oder bis der halb voll ist, dann kann ich den hier füllen. Und dann kann ich den mit Gypsum anfüllen, um hier einfach das Fertilizer-Produktionskonstrukt stehen zu lassen. Ich muss mir dann nur mal irgendwo bei irgendwas gecrashtem einen Probe Core besorgen. Probe muss erstmal hochfahren. Die ist aber schon hochgefahren. Jetzt auf 104%, sagt sie gerade. Also die kommt einfach hinter den zwei Bohrern nicht hinterher. Aber es passiert jetzt richtig was. Also jetzt geht auch richtig Fertilizer los. Das ist gut. Das ist echt schön. Hier, die freuen sich auch alle. Also hier wird fleißig gearbeitet jetzt. Also unsere erste kleine Mining Operation ist tatsächlich erfolgreich am Laufen. Sehr schön. So kann man sich das doch schon mal angucken. Ja, und rundrum haben wir natürlich noch einiges an Debris rumliegen. Die müssen wir tatsächlich mal auswerten. Ja, ich würde auch sagen, also so stressig der Weg dahin jetzt war oder so kompliziert, wir haben tatsächlich den ersten Milestone für die Kolonisierung erreicht. Wir stellen Fertilizer her vor Ort. Das heißt, wir können jetzt relativ unbegrenzt, also nicht komplett unbegrenzt, aber relativ gut Lebensmittel herstellen. Oder Supplies herstellen und sind erstmals unabhängig. Also wir sind wirklich unabhängig von irgendwelchen Lieferungen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir komplett unabhängig sind. Am Ende des Tages brauchen wir immer noch Machinery, die sich jetzt verbraucht. Also das sieht man hier auch ein bisschen. Sieht man es? Wo sind sie? Machinery Parts? Ne, im Moment sieht man es noch nicht. Aber das ist der erste Schritt, den wir so gebraucht haben. Und den können wir jetzt noch ein bisschen verfeinern, indem wir hier saubere Beine drunter stellen. Und wir schließen den Stream jetzt, glaube ich, mal damit ab, dass ich nochmal, wie versprochen, zu den Touristen rüberspringe. Da wird uns nämlich gleich die Köbel-Alarmglocke rausreißen. Und dann machen wir die noch fertig für ihren Landeanflug. Dann können wir das nächste Mal nämlich den Landeanflug beginnen unserer Touristen auf Körben. Und werden dann das nächste Mal hier weitermachen. Also ich würde sagen, die Beine besorgen wir. Wir werden das hier umfüllen in den anderen Dings. Dann können wir hier hinten nämlich mal diesen Test machen, dass wir das für Material Kits einstellen, das Teil. Also, wartet mal. Den Tank da vom Rover. Und mal rumfahren und probieren, diese Teile zu demontieren, uns Probe Core besorgen und so weiter, während hier unsere kleine Produktionsstätte weiter arbeitet. Gut. Ich geh mal ganz fix zu den Touris rüber. Da sind sie. Und wir machen da unser letztes Manöver für heute. Und dann ist der Stream auch schon durch. Und Arabär69, danke auch für dein Follow. Willkommen bei den Kybonauten. Und ich würde sagen, während wir hier unser Bremsmanöver fliegen, sage ich schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Stream. Das ist, oh Gott, was ist hier mit dem? Ich will es gar nicht so genau wissen. Wir sehen uns wieder im nächsten Stream. Das ist am Dienstag, Real Solar System um 21 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, das klappt auch so. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.